Der Dirk konnte seine wichtige Sitzung wieder erfolgreich abschließen. Genau. Willkommen zurück. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich versuche die Wiese hier weiter zu mähen. Und ich kämpfe hier weiter mit unserem Weizen. Ich kann dir positiv mitteilen, die Bank hat uns einen kleinen Kredit von 500.000 Euro eingegangen. Oh, habe ich gerade gesehen. Ja. Was hältst du davon, wenn wir uns denn noch einen Anhänger dazu besorgen? Ja, aber da kannst du dann diesmal entscheiden, was wir noch für einen nehmen. Ich hätte da schon eine Idee. Dann würde ich unseren Drescher mal kurz hier stehen lassen. Den Anhänger besorgen. Jetzt nur die Frage. Mit oder erstmal ohne Aufbau? Ohne Aufbau sind 12,6 Kubik und mit 22,5. Wir machen erstmal ohne, würde ich sagen. So, dann stellen wir die anderen Anhänger mal an Feldesrand irgendwie ab. Und holen den noch dazu, dann haben wir hier schon mal drei Anhänger stehen. Das müsste ja. Ja, aber du weißt schon, dass du dann auch noch den zweiten Traktor brauchst da unten. Ja gut, wir können ja nachher nochmal tauschen dann immer. Bringen sonst die einen Anhänger schon zum Hof und holen dann danach die anderen nochmal ab. Ach, verschaltet. Wundert euch nicht, wenn das noch so ein bisschen hakelig aussieht hier, aber ich muss noch mal ein bisschen in meiner Lenkung rumspielen. Aber gerade gemerkt, dass es viel mehr Sinn macht, Gras zu mähen, wenn die im Mähwerk an ist. Ja, das hilft ab und zu, habe ich auch mal gehört. Mal Auto willst du nicht mobben. Darf man auch nicht ausholen, ne? Dann fahren die Autos eigentlich gleich über den Haufen. Ja, die sind sehr radikal. Stellen wir dich mal an der Seite. Erstmal.
machen wir hier weiter. Also mit dem Dings brauche ich, glaube ich, nicht zu probieren, mit dem Ladewagen an den Elektro hinten dran. Nee, ich glaube auch nicht. Hier tut sich hier beim Ruppel schon weh, schon schwer. Aber Frage jetzt, erzähl du mal deine Meinung so bis jetzt, 22er. Bis auf die einen oder anderen Haken, die es bis jetzt noch hat, ein bisschen problematisch sind und halt das Problem, was momentan mit dem Serverstart, wenn man die Spiele starten will, betrifft, auch Multiplayer, das nimmt einem ein bisschen schon den Spielspaß. Wenn man nicht so direkt weiß, ob man draufkommt oder nicht draufkommt. Ja, oder 20 Versuche zumindest brauchen. Ne? Wenn es 20 waren, also ich würde ja sagen, es waren mehr. Voll. Die ist ein Wasserfass, brauchen wir jetzt auch noch. Gibt ja keinen Kopfsalat. Stimmt. Werden aber noch schön ein paar Anhänger voll ins Land gehen. Wenn wir überlegen, wollen wir gleich schon mal, müssen wir die Mühle kaufen oder können wir das auch so produzieren? Müssen wir noch kaufen. Das sind leider dann nochmal 95.000 Investitionen. Aber ich denke mal, das wird sich langfristig bezahlt machen. Ich muss gerade sagen, weil Bäcker haben wir ja. Oh. Im Winter ein bisschen Einnahmen haben. Weil dann würde ich da gleich schon mal einen Anhänger voll hinbringen. Ja. Du weißt, wie man die kauft, die Produktion? Nee, habe ich bis jetzt noch nicht. Absch Schlüssel, der neben dem Trigger ist, da kannst du hingehen und die kaufen. Okay. Wobei, das sollte man immer mit Bedacht machen, weil man kann die nicht einfach wieder verkaufen. Ja, das hatte ich, das habe ich schon mitgekriegt. Und gegenüber müssen wir auch irgendwann nochmal hin, weil da ist die Kalk verkauft.
Na gut, da können wir ja den, wenn wir den letzten Anhänger weggebracht haben, können wir ja einen vollen Kalk schon mal mitnehmen. Wir können ja lagern. Hey, mach die Eisenbahn einen Krach. Eine alte Dampflok, oder? Die hat getütet beim Bahnübergang. Getütet? Ja, tütüt gemacht, wie sie beim Bahnübergang ist. Bestimmt unbeschrankt. Nee, der ist beschrankt, der Bahnübergang. Nicht, dass sich die Zuschauer wundern, warum ich nicht schwade das Gras. Ich will mir erstmal gucken, was von der Fläche runterkommt. So, ob das gleich lohnt, beide wie, also unten und oben die Wiese zu machen, oder ob erstmal eine von beiden reicht. Eine Menge her. Ja. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne? Also ich verlinke euch auf jeden Fall den Farmer Bragelmann und nachher in der Videobeschreibung nochmal. Das ist aber nett von dir, lieber Dirk. Ich weiß. Eieieiei. Das habe ich schon öfter gehört bei dir. Ein Ferguson tut sich mit dem 61%igen vollen Anhänger schwer, der Bärsch hoch. 15.000 Liter. Da können wir froh sein, dass wir nicht ganz nach oben gezogen sind, würde ich sagen. Ne? Ja. Da würden unsere lieben Zuschauer sehen, wie wir die Bergstraßen hoch wechseln. In Zeitlupe. In Zeitlupe, ja. Wenn ich jetzt sehe, ich bin hier jetzt an der dritten Runde und bin bei 20.000 Liter. Und mehr werde ich, denke ich, auch mal nicht reinmachen, weil ich sonst, denke ich mal, jetzt gleich die Steigung nicht hochkomme. Ganzen Drescher voll kriege ich da nicht mehr rein. Nicht lustig. Aber funny. Wird der Yoshi jetzt sagen. Kühl hast, dass er rückwärts wieder runterfährt. Ist das dein Ernst? Was denn? Wir haben doch erst eine Kuh da drin, oder? Ich weiß nicht. Hat die doch erst eine Kuh geholt? Ich weiß nicht. Ja, und da sind jetzt 21.000 Gras drin. Also eine hungrige Kuh. Ja, und das ist nicht mal halb voll. Das ist nicht lustig. Nein, ich sage es jetzt nicht nochmal.
Aber siehst du, bevor ich es vergesse, Tierhaltung. Wels. Reicht uns das kleine Fass, das 7er? Für die Gewächshäuser? Ja. Ja. Oder lieber das 8000er. Mit Deichsel. Dann fahre ich lieber zweimal. Ja, aber das Dings hätte einen Vorteil, das 8000er. Da können wir auch Milch wegfahren, ne? Du kannst auch Milch damit wegfahren. Ja, gut, dann nimm das. So viel rangieren müssen wir bei den Gewächshäusern ja nicht unglücklich. Nö, das kriegen wir hin. Weißt du, warum wir das hinkriegen? Hm? Weil du das machst. Ich wusste, da ist irgendwo ein Haken. Ich hab schön weit oben hingehängt. Und ich hab's wieder vergessen zu kaufen. Kann ich auch sagen, warum? Na? Kommt, wenn ich immer dieses blöde Nummernschild einrichte. Ja, das kenne ich. Weil du da ja auch auf OK drückst. Ja, das stimmt. Bringen wir mal den Weizen weg und kaufen eine Mühle, wa? Ja. Steigt schon nicht aus. Also das sieht dann so aus, als geht der ganze... das ganze Gras, was hier auf der Wiese ist, nur für die Kühe drauf. Oder für die Kuh. Ja, wenn die denn nicht genug Milch gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber es ist ja das Tausendfache von dem, was Eigengewicht. Ja. Und allein stehen lassen wollte ich es eigentlich nicht, unsere Holzsteiner. Die Mühle war jetzt links, ne? Die ist direkt bei dir unten. Das eine ist kalt, das andere Mühle. Das große müsste die Mühle sein. So, wo haben wir denn hier einen Schlüssel? Da ist ein Schlüssel. Jetzt macht gleich Aua. Gebäude, Mühle für 96.000 kaufen. Ja. Okay. So, das heißt, ich kann jetzt, hier ist glaube ich verkaufen, oder ist das ein und derselbe Trigger? Ist ein und derselbe Trigger. Und wir müssen zurzeit aufpassen, sollten wir mal Aufträge machen. Ja, ich weiß, dann verkauft er das nicht. Dann sollten die nicht dahin gehen. Du musst es halt dann auch noch aktivieren, wenn das reingeschmissen ist. Ja, das ist, kenne ich ja von den Gewächshäusern. Wenn du schon mal in dem Menü bist, kannst du ja dann auch schon mal das Gewächshaus. Was wollen wir denn? Salat? Fangen wir mal mit dem Salat an. So, und wir haben. Für den Winter. Weizenmehl. Aktivieren. Und dann. Salat, Güter fehlen. Hast du noch kein Wasser drin? Ja, noch kein. Nee, ich hab nur kein Wasser drin. Ich bin ja noch am Wiese einsammeln. Achso. Aber ich könnte ja mal. Es steht doch. Ah, nee, noch nicht. Dann muss ich deinen blauen Traktor entführen. Was soll der wohl schaffen? Der Landini, der ist ja süß. Den willst du am liebsten umschmeißen. Mhm.
Ich glaube, wenn du zu schnell in die Kurve fährst, dann schmeiß ich ihn auch mal hin. Aber siehst du, wenn ich da bin, muss ich dann dran denken, dass ich auch gleich ein Dings mitnehme. Ein Gewicht. Der Stabilität wegen. Stabilität. Oh, diesmal bin ich über den Bahnübergang gekommen, ohne dass Crew auf Boot wurde. So, noch ein Frontgewicht, aber kein großes, ein kleines Frontgewicht reicht da. Ich befürchte, wenn ich ein größeres nehme, kommt der Traktor nicht mehr von der Stelle. Was bin ich? Eine Wasserleitung hatten wir oben, gell? Ja, steht beim Fahrsilo. Muss ich also nicht mit hochnehmen? Nein. Fast. Weiß natürlich interessant wäre, ob ich da mit Bärschuh komme. Aber ich weiß nicht, ob es hier natürliche Wasserstelle gibt. Naja, theoretisch sind die ja für Weinberge ausgelegt. Die sind ja nun auch nicht gerade flach. Ja, aber ob die dafür ausgelegt sind, ein 8-Tonnen-Fass hinzuziehen? Ich weiß nicht, was die Weinbauern und so alles mit zum Anhänger anstellen. Also ich habe in dem anderen Projekt habe ich den Elektro-Traktor auch als Hofschlampe und ich habe den Amazon-Dingerhänger dran gehängt, da ging gar nichts. Hm. Nee, hier sieht auch nicht so aus, als gäbe es hier eine Stelle, wo ich an der Bach rankäme. Also muss ich. Auf der Bärschnuff. Ich stell dir mal vor, Dirk, ich war heute beim Bäcker. Mhm. Ja, und dann habe ich gefragt, sind die weg, alle weg? Da sagte der ja, alle. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Da sagte ich zu ihm, du, das ist eine Not, dass die alle weg sind. Muss man da in den sauren Apfel beißen, weil Wasser kostet von dem Container. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch noch. Ganz hin an der 23. Könnte sein, dass da eine Stelle ist, wo man ans Wasser kommt. Und zur Not müssen wir mal den Hydranten ausprobieren, ob der Geld kostet. Welcher? Es gibt jetzt einen Hydranten im Mothub. War der Mothub oder habe ich den so? Ja, ich habe jetzt auch noch. Aber ich habe auch noch einen 700er TMS-Fan. Also Mothub? Nein. Von Forbidden? Oder Alice Mod Company, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Also ich will der ja nix sauber. Aber mit den 8000 Liter hinten drin tut er sich ein bisschen schwer. Ja, wir müssen ja zum Glück nicht weit. Die Beschleunigung.
Wie viele Anhänger soll ich denn zur Mühle hinfahren? Machen wir zwei, also zwei Ladungen. Eine Ladung müssen wir dann gucken, dass wir es für die Hühnchen. Ja, die beiden Drehschemel sind voll. Ja, ich bin gerade noch am Gras sammeln. Gehen dann in Kürze. Oder du musst halt kommen. Ja, ich bin ja fast fertig. Ich bringe dann den einen Anhänger schon mit. Was gucken. Auf jeden Fall können wir hier gut Stroh sammeln. Entweder Ballen von machen oder mit dem Ladewagen sammeln. Aber wir haben ja ein Strohlager, dann können wir das in das große Lager. Ja, weil du kannst Dings nicht benutzen im Dings? Mineralfutter. Wir brauchen bitte Mineralfutter. Brauchen das die Kühe? Ich weiß nicht. Ja, was ist Mischfutter? Ich weiß nicht, ob es hier anders ich ist. Ich brauche die. Was? Mineralfutter. Das waren die Schafe, die Mineralfutter brauchen. Ne, die brauchen eigentlich nur Gras und Heu. Oder Heu. Mann, dann müssen es die Schweine sein, die das Mineralfutter brauchen. Weil das Silo, wo es das gute Saatgut kriegt, macht auch Mineralfutter. Okay. Moment, noch mal was gucke. Wenn das doch der große Kuhstall ist, den wir geholt haben, dann haben wir doch da normalerweise drinnen die Mischdinger da, die Mischwagen. Und den mittleren hast du doch gekauft, oder hast du doch den großen gekauft? Den mittleren, ja, aber der mittlere müsste den auch haben. Aber da steht nichts dran. Den Fütterroboter oder was meinst du? Ja. Da steht jetzt nur drin: Tiere 1, Gesundheit 0%, Nahrung 24.000 Liter, Milch 0, Stroh 0, Gülle 4. Also scheißen kann sie. Ja, und pinkeln auch. Ja, scheißen wird sie erst können, wenn das Stroh da ist. Ja. Toilettenpapier. Also ja, dann haben wir jetzt noch Holsteiner. Geben auch die beste Milch. Ich noch 9 dazu, sonst ist die Kuh ja alleine. Das will ich nicht. Wenn die Kuh sich einsam fühlt, ist nicht gut. Das war Tierquälerei. Ich dachte, du schaffst was. Was? Ich dachte, du schaffst was und rennst nicht neben dem Drescher her. Ich muss ja erstmal wieder aus dem Trecker raus. Ich glaube, ich komme noch nicht mal aus mit den Anhängern jetzt. Könnte eng werden. Also auf der amerikanischen Cut hatte ich gestern mir mal einen LKW mit einer Krampfmulde mit 59.000 Liter geholt.
Ja, das Ergebnis waren, dass von der Sorghumshirse gingen 32.000 Liter rein, dann war Gewicht erreicht. Ja. Dann machen wir jetzt rundes Gras, oben Heu und dann müssen wir beides machen, sie für die Silage. Ja. Muss es erstmal nachwachsen. Ja. Drei Bahnen noch, dann habe ich es geschafft. Weil das, was zu unserem Land gehört, was oben drüber ist, scheint noch deutlich größer zu sein wie jeder 100er Stück. Wo meinst du? Oberhalb vom Hof. Die bis zu dem dicken Balken, wenn ja, du das den ist ja noch länger, ne? Ja. Ist ja oben um, legt sich ja oben um den Hof noch rum. Ja. Weil ich glaube nicht, dass die finanziellen Mittel so sind, dass wir da jetzt noch großartig ein Feld kaufen sollten gleich. Nee, ich denke mal, wir sollten jetzt erstmal sehen, dass wir die Felder, die wir haben, so bewirtschaftet kriegen, dass wir da erstmal ein bisschen Geld mit verdienen. Und mit dem Brot und Mehl und so. Ja, das Brot und Mehl, das ist ja... ach so, du musst dann bei der Mühle auch, wenn du einstellst, auf Verteilen drücken. Stellen. Dann wird das nämlich in unsere Dings geliefert, in unsere Mühle geliefert. Ich habe hier nichts zum Verteilen drücken. Doch, du hast doch, wenn du oben auf der Mühle, wenn du auf das Produkt gehst, was du hast, dann ja. Drückst du drauf und dann hast du mit der Leertaste kannst du also so, mit der Verteiltaste kannst du verteilen und direkt verkaufen hast du als Möglichkeiten. Und wenn du dann auf Verteilen gehst, dann wird das direkt an unseren Bäcker geliefert. Mit welcher Taste? Kann ich auch wenn du auf Produktion gehst und dann hast du ja aufs Brot ne Mehl schon was reingebracht. Mehl sind 139 Mehl. Liter. Ja. Momentan hast du behalten. Genau. Behalten, dann stapelt sich das. Und unten hast du Ausgangsmodus ändern. Ach du, da. Oder Leertaste. Verteilen. Nee, doch, da ist verteilen. Da. Verteilen, dann geht es nämlich an unsere Mühle. Gut. Wenn das dann voll ist. Jetzt steht es auf Verteilen. Ja. Bei der Mühle mach ich jetzt erstmal auf Behalten, weil ich gucken will, was da erstmal rauskommt. Bei der Mühle Salat, oder beim Bäcker? Beim Bäcker. Beim Salat mache ich immer mal direkt Verkauf dann. Weil das ist dann ein bisschen für die Unkosten. Genau. Der Salat quasi. Kommt zwar nicht viel rum, aber das ist auch wenig. Das ist ja für die. Oh, letzte Bahn. Ich habe hier jetzt noch gut zwei Reihen. Ich einsammeln kann. Muss man dann mal schauen. Und ich würde sagen, mit dieser letzten Bahn verabschieden wir uns auch wieder, oder? Was sagst du dazu? Ja, machen wir mal. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne das Däumchen da. Ja. Und aber nicht vergessen. Genau, gerne ein Abo. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ne, wisst ihr ja, gerne wieder reinschalten.
Ja, und bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss.